Hallihallo und herzlich willkommen bei Dianas Kreativoase. Ihr Lieben, heute habe ich wieder eine kleine Verpackung für euch. Und zwar ist das diese hier. Ich nenne sie mal Box in the Bag oder ja, Tasche in der Box oder so. aber in der Männerversion. Und wie das gemacht wird, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst ein Stück Designerpapier in den Maßen 15,2 x 15,2, das sind 6 x 6 Inch. Und ich habe verwendet das Designerpapier ganz Gentleman. Genau, dann brauchst du noch dein Envelope Punchboard. Und dann fangen wir auch gleich an. Du legst das Ganze an bei 3,5 cm. Oder bei 3/8 Inch. Moment, erstmal das Falzbein, das vergesse ich gerne rauszuholen. Also bei 3,5 cm oder bei 3/8 Inch. Dann einmal falzen und dann die Linie nachziehen. Dann schiebst du das Ganze weiter auf 10 cm. Einmal falzen und die Falzlinie ziehen. Dann hast du hier zwei Falzlinien. Ich zeige es dir mal auf der Rückseite. Hier hast du zwei Falzlinien. Und diese Falzlinien werden jetzt immer an diese Nase hier von deinem Envelope Punchboard gelegt. Und also anlegen an der Falzlinie. Einmal stanzen. Und mit dem und die Falzlinie nachziehen, dann weiterschieben zur nächsten Falz, stanzen und nachziehen und so weiter geht das alle 4 Seiten. Und dann werden die Ecken hier abgerundet. Also das gibt heute ein schnelles Projekt. Dann kannst du schon einschneiden. Und zwar, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, ja. Und zwar hier, wo die langen Laschen sind, also die breiteren Laschen, da wird an den beiden Seiten eingeschnitten und gegenüberliegend auch. Dabei schneidest du dir nur so zwischen der Falz entlang. Nicht die Falzlinie herausschneiden, weil sonst ist das die Tasche in der Mitte, die, ja, die hat keine Form, die sackt nach innen. Das habe ich beim ersten Mal auch so gemacht und das hat mir nicht so gefallen. Dann kannst du alle Falzlinien nachziehen. Und die zwei kleineren Laschen hier, die werden einfach nach innen geklebt. So. Und dann klappst du die beiden Teile zusammen so. Und dass die ganz genau aufeinander liegen. Dann nimmst du dir deine 1/2 Inch Kreisstanze, also die 1/2 Inch Kreisstanze und positionierst so mittig wie es nur geht ein Loch. Und dann sieht das Ganze so aus. Das kann schon in der Mitte bleiben und die diese Lasche, die außen sind, die werden dann so um die Tasche gelegt. So. Und das fixierst du dann einfach entweder mit etwas Tombow oder mit einem Klebepunkt. Ich mache das jetzt mit Tombow. Yes,
Und dann ist deine eigentliche Tasche schon fertig. Und du siehst hier dann die Öffnungen nochmal. Das gibt nochmal so ein, ja, ein Hingucker halt. Und was passt hier rein? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, hier habe ich so einen Kaubonbon. Das passt perfekt hier rein. Kannst auch eine kleine Seife für den Mann. Das ist dir überlassen. Hier außen machen wir noch einen Spruch. Für den Spruch verwende ich das passende Stempelset zum Designerpapier Gruß nach Maß. Und dann nehme ich den Spruch Genieß deinen Tag im großen Stil. Der ist auch nicht so groß für die Box. So ein Etikett wäre mir, glaube ich, jetzt etwas zu groß. Da sieht man nicht mehr viel von der Box. Und das habe ich mir auf meinen Stempelblock gezogen. Und dazu nehme ich mir die Stempelfarbe in Marineblau. Das ist auch die passende Farbe hier im Designerpapier. Ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß. Und dann mache ich diesmal, Moment, muss meine Schere, ja, hier ist sie. Das möchte ich dann hier oben oder so. Mache ich mir so ein Dreieck. Und das gleiche mache ich dann auch hier. Da könntest du jetzt natürlich auch die Stanze dafür nehmen. Die Stanze für Etikett nach Maß. Moment, etwas schief. Ja. Genau. Das kommt dann so hier drauf. Dann gibt es in der Serie noch die Knöpfe ganz Gentleman. Da gucke ich mal. Genau, den nehme ich und dann gebe ich dem noch etwas Form. Auf der anderen Seite machst du das noch etwas hoch, damit das besser auf der Box liegt. Genau, so mache ich das. Oder wird vielleicht ein kleinerer besser passen. Was sagt ihr? Ihr könnt mir jetzt leider nicht helfen, aber ich finde eigentlich den großen ziemlich okay. Den lasse ich auch. Genau, dann das Etikett, das klebe ich mit dem Glue Dot fest und den Knopf dann auch. Zu dem Set gibt es noch das passende Geschenkband, Kordband in Marineblau. Das ist ganz weiches Band, das fühlt sich richtig kuschelig an. Dann fädle ich das von vorne nach hinten ein und gebe dann das hier in die Schlaufe da. Und die Schlaufe sollte dann auch vorne schon gut liegen. Ups, will nicht, muss aber. So, und dann kannst du das festziehen. Noch etwas kürzen. Ich glaube, da könnte man vielleicht noch ein Knöpfchen dran machen. Ja, so einen dunklen. So, und fertig ist die kleine süße Herrenbox. So sieht's aus. Hier hast du deine Tasche hier drin. Und das war mein Projekt für heute. Das ist die einfache Version, also die ist jetzt auch nicht komplett fertig gemacht. Also
nicht dran stören. Das ist auch noch ein altes Designerpapier. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und würde mich natürlich über ein Däumchen hoch sehr freuen. Falls du noch Fragen hast oder sonstiges, kannst du dich gerne melden. Meine E-Mail-Adresse lautet dianas-kreativoase@web.de. Da kannst du dich jederzeit melden. Gerne kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Daneben, neben dem Abonnieren-Button, ist ein kleines Glöckchen. Das musst du dann auch aktivieren. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.